Mein Name ist Holger Lesch, ich bin Eisenbahner, bin 48 Jahre alt, wohne in Groß-Seelheim und kandidiere als Stadtverordneter für die CDU. Warum trittst du bei dieser Wahl an? Ich möchte gerne die Zukunft der Stadt und der Ortsteile positiv mitgestalten und bin natürlich auch leidenschaftlich mit dabei und schon lange Jahre mit dabei und bin auch einfach zu jung zum Aufhören. Warum trittst du gerade für die Liste der CDU an? Als ich damals in die CDU eingetreten bin, das ist schon viele, viele Jahre her, da habe ich damals für mich eine Partei gesucht, eine Partei der Mitte. Und das war für mich zu dem damaligen Zeitpunkt, das war dann damals der Weggang von, oder da war beim Gespräch, dass Helmut Kohl gehen sollte. Und das war für mich so ein ausschlaggebender Punkt. Einmal dies, dass der Helmut Kohl abtreten sollte, abgelöst werden sollte. Und natürlich, wie gesagt, die Partei der Mitte und das C im Namen ist mir dann doch noch ganz wichtig. Wodurch zeichnet sich für dich Kirchhain besonders aus? Kirchhain ist zum einen mal meine Heimatstadt. Ich wohne in Groß-Seelheim. Ich wohne sehr gerne hier. Meine Familie lebt mit mir dort. Und wenn ich mir Kirchhain anschaue, die Vielzahl an Vereinen, die Kulturvielfalt, die Einkaufsmöglichkeiten, die gute Anbindung, also es ist einfach, es lohnt sich hier zu leben und ich lebe gerne hier. Welche Themen liegen dir für die kommende Legislaturperiode besonders am Herzen? Ganz wichtig ist die Gleichberechtigung Kernstadt-Ortsteile und die Entwicklung in den Ortsteilen, zum Beispiel das Thema Nahversorgung, Bürgerhäuser, Konzepte für Bürgerhäuser, da denke ich jetzt, schiele ich jetzt auch wieder auf meinen Heimatort Groß-Seelheim. Die Plätze für die Jugend, die Feuerwehren, die Infrastruktur, die Ansiedlung von Firmen, es gibt jede Menge Themen, die da ganz, ganz wichtig sind, die voranzutreiben sind. Erläutere, welche deiner Fähigkeiten du wie am besten als Stadtverordneter dabei einsetzen möchtest. Mir wird nachgesagt, dass ich recht kommunikativ bin und ich versuche da ein offenes Ohr für alle Parteien, die mit mir im Parlament sitzen, zu haben und alle durch meine Art und Weise dann doch auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen und das Beste für alle Bürgerinnen und Bürger damit zu bewirken. Auf welchen Spruch oder Satz reagierst du allergisch? Ich gehe nicht wählen, das bringt doch eh nichts. Das ist so für mich so, also wir sollten froh sein in Deutschland, dass wir wählen können, dass wir so viel eine große Parteienvielfalt haben, die Wahlmöglichkeit haben. Jeder, der wählen kann, kann sich auch einbringen in der Politik. Und ich meine, gemeckert ist schnell, einbringen ist wichtiger und ist jeder eingeladen, hier mitzumachen. Und persönliche Anfeindungen, sage ich mal, wie ich jetzt auch in kurzer Zeit über Facebook erleben durfte, gehen gar nicht. Ja 49 oder Wald statt Asphalt? Beides, wobei die Tendenz natürlich, oder besser gesagt, die Aussage von mir klar ist, ja 49. Ich kann beide Seiten gut verstehen, nachvollziehen, verachte allerdings die Gewalt, die da vor Ort zutage gelegt wurde und ja, aber ich bin auch der Meinung, dass Kirchhain diese Autobahn, und nicht nur Kirchhain, die Region, unsere Region, diese Autobahn ganz, ganz dringend braucht. Für welche nationale oder internationale politische Persönlichkeit würdest du gerne aktiv Wahlkampf betreiben oder hättest es und warum? Das hatte ich eingangs schon gesagt. Helmut Kohl ist so mein Vorbild. Also das wäre so einer, wo ich gesagt habe, da wäre ich damals schon in die Bütt gegangen, da war ich auch noch zu jung dafür. Und das hätte ich damals gerne gemacht. Und er ist für mich der Politiker, der, ich sag mal so, ohne Helmut Kohl hätte ich jetzt meine Familie, meine Frau nicht. Meine Frau kommt aus den neuen Bundesländern. Und also da bin ich doch schwer. Ich finde, er hat das damals primals gemacht. Und ja. Was ist dein Wunsch für die Arbeit mit den zukünftigen potenziellen KollegInnen? Ein offenes, faires Wort und ja, auch mal 5 gerade sein lassen und nicht immer sagen, die anderen wissen es besser und also eine gute Zusammenarbeit. Suche dir eine Kandidatin oder einen Kandidaten einer anderen Liste heraus und beschreibe, welche positiven Eigenschaften du an dieser Person schätzt. Da habe ich lange überlegt, aber ich bin der Meinung, wenn ich mir jemanden aussuchen müsste, dann wäre es der Helmut Hofmann von der SPD.
Ich finde ihn von der Art her einen sehr ruhigen und sehr netten Menschen von Umgangsformen her und auch sehr neutral. Was möchtest du in Zukunft für den Abbau von Politikverdrossenheit, vor allem in der Kommunalpolitik?